Heute melde ich mich mal persönlich bei euch. Montag, Dienstag war ich in NRW für 2 Shows, es war unglaublich lustig. Jetzt bin ich gerade in München und gebe gleich ein Interview für Sky, welches ihr übrigens am Sonntag sehen könnt. Dann reise ich nach Würzburg, halte dort einen Vortrag und am Freitag spreche ich auf einem Ärztekongress. Und trotzdem war es mir wichtig, mich persönlich bei euch zu melden, denn ihr habt so fleißig kommentiert auf das Foto von dem Herrn, der so breitbeinig in der Bahn sitzt. Ihr habt geschrieben, er sei ein Rüpel, er sei egoistisch, er sei überheblich. Ja, manche haben einfach gesagt, es sei schlicht bequem. Und man muss dazu sagen, all diese Reaktionen, die ihr so geschrieben habt, sind eine Auswirkung von seiner Körperhaltung. Also er muss sich dessen bewusst sein. Rein körpersprachlich allerdings gibt es vor allem 2 Dinge zu sagen. Erstens, das ist ein Territorialverhalten. Er nimmt sehr viel Raum in Anspruch und evoziert damit ein negatives Gefühl beim anderen, weil er damit anzeigt, ich nehme mehr in Anspruch. Das zweite Signal ist schlicht ein Potenzsignal. Die Amerikaner sagen dazu oft Crotch Display, also ein Herzeigen des Schrittes. Und das evoziert natürlich nicht nur positive Gefühle beim anderen. Übrigens, man hat lange geglaubt, dass Primaten diese Körperhaltung oft einnehmen müssen, um diesen Körperteil beim Mann zu kühlen. Jungs, beim Menschen gilt diese Ausrede nicht mehr. Watch out, shout!